Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6. Ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wenn du das Paradies ertragen kannst, dann komm nach Mallorca. Du darfst mich auf die Palme bringen, aber nur auf Mallorca. Einer für alle, alle für Malle. Mit diesen drei billigen Postkartensprüchen beenden wir endlich die Winterpause. Mein Name ist Stefan Netzeband. Ich sitze über Ostern in einem Haus an der Ostsee und am anderen Ende der Leitung sitzt der unvergleichliche, grauhaarige, mittelalte, mallorquinische, alles mögliche Mann, Ingo Wohlfeil. Guten Morgen oder frohe Ostern. Ja, schön, dich wieder an Ort und Stelle zu wissen und dich zu hören. Ich muss diese Wiederaufnahme unseres kleinen Formates mit einem Bekenntnis eröffnen. Über die Winterpause habe ich unser Hörerhandy noch nicht wiedergefunden. Liebe Leute, wenn da nette Grüße drauf sind, ich bin ganz sicher, ich verspreche euch, ich finde das Ding wieder. Und dann kommen wir da auch wieder in einen Fluss. Aber jetzt, Ingo, wollen wir erstmal wissen, wie fühlt sich die Insel an? Wie ist das Wetter? Wie viele Leute sind da? Was macht das alles mit dir? Gute Frage. Das Osterwetter, fangen wir mal so an, ist nicht wirklich schön. Also zum Soft-Opening am Donnerstag war es brutalst windig, immer wieder dicke Wolken, ab und zu mal Sonne, dann wird es auch schön T-Shirt warm, aber nur so lange, bis die nächste Wolke kommt und dann muss man sich wieder die Strickjacke anziehen. Also typisches März, Anfang April-Wetter hier auf Mallorca, das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Ein bisschen Sorgen macht das Nicht-Vorhandensein von Regen oder Wasserflüssen von oben im Allgemeinen. Das heißt, die Stauseen sind nur noch zur Hälfte gefüllt und das zu Beginn der Saison. Da machen sich die Mallorquiner tatsächlich ein paar Sorgen, wie das denn jetzt so im Sommer laufen wird, wenn die Insel wieder proppevoll ist mit Touristen, die natürlich auch sehr viel Wasser verbrauchen. Aber ansonsten ist es hier noch recht luftig und übersichtlich. Also die Ströme, die zu Ostern nach Mallorca fließen, die gab es in der Form gar nicht so sehr. Und ich meine, das liegt auch an den unglaublichen Flugpreisen, mit denen wir hier gerade konfrontiert werden. Also wer spontan Ostern buchen wollte, hatte nur noch mit Glück die Chance auf einen Direktflug aus Deutschland und der kostete dann mindestens 300 Euro plus. Teilweise haben Leute sogar 600 Euro für ein One-Way-Ticket gezahlt. Das ist schon der Wahnsinn, aber man kommt recht gut und günstig wieder zurück nach Deutschland. Und jetzt nach Ostern sind die Flugpreise sehr, sehr, sehr günstig, weil man hier auf Mallorca auch mit einer großen Touristendelle rechnet, zumindest bis zu den offiziellen Openings, die dann ab Mitte April stattfinden, angefangen beim Bierkönig ab dem 17. April und ab dem 25. April ist dann der Megapark mit dem Opening am Start und das ist dann so der richtig große, laute, offizielle Startschuss in die Saison und dann wird die Insel auch voll sein, aber momentan alles noch sehr, sehr übersichtlich. Ich hoffe, ich habe ausführlich auf deine kurze Eingangsfrage antworten können. Ja, wir können, bevor wir ein bisschen Ballermann-Gefühl rüberbringen vom Soft-Opening ein bisschen zum Reinhören, kannst du kurz noch abhaken, Hotelpreise ähnlich schlimm wie Flüge? Nein, überhaupt nicht. Und das ist der totale Wahnsinn. Also die Leute mussten so viel Geld ausgeben für die Flüge, dass sie von den Hotels anschließend entschädigt wurden. Preise unter 80 Euro waren nichts Ungewöhnliches, gerade bei Hotels an der Playa de Palma. Da gab es sogar schon Hotels um die 40 Euro. Und ich glaube, das ist diesem unglaublichen Druck geschuldet, dass gar nicht so viele Leute gekommen sind, eben weil die Flugpreise so hoch waren. Also sehr, sehr moderate Hotelpreise. Und das wird sich auch noch bis Mitte April ziehen. Dann werden sie wieder anziehen wegen der Openings. Wir werden das weiter für euch beobachten. Jetzt zum Soft Opening. Wer wurde gesehen, wer wurde gehört, Ingo? Ja, da würde ich mal anfangen mit dem Mann, auf den Sie sich alle so sehr gefreut haben. Hier die ersten Worte von Mickey Krause bei seinem ersten Auftritt in der Saison 2024. Megapark Mallorca! Auf geht's in eine neue Saison, in die 27. Ganz, ganz schnell. Reiß
aber ganz kurz vor seinem Auftritt sprechen können und ihn natürlich auch nach seinen Erwartungen, was die Saison angeht, gefragt. Ich bin 26 Jahre am Start und ich darf den Laden hier eröffnen. Mehr geht nicht. Was passiert denn dieses Jahr bei dir? Du warst ja in den letzten Jahren immer leicht verzögert mit deinen Mallorca-Hits. Wird es dieses Jahr wieder so sein? Ja, dieses Jahr legen wir direkt pünktlich los mit allen Mallorca-Hits, damit wir auch den 1. Mai mitnehmen, weil dann wird ja so richtig sowohl in Deutschland als auch hier auf Mallorca gefeiert. Also meine erste Nummer heißt Mehr Promille als IQ. Der Künstler wird dem Song gerecht und den hauen wir am 5. April, sprich nächste Woche raus. Und eine typische Mallorca-Nummer. Ich hoffe, dass der Song den Leuten gefällt. Und jetzt noch einer. Deine Erwartung. Frage wie jedes Jahr. Ja, Mallorca. Einmal Mallorca, einmal Mallorca. Wer hätte gedacht, dass ich wirklich 26 Jahre dieses Ding jetzt hier durchziehe, in der 27. Mallorca-Saison bin. Corona zählen wir ja im Grunde praktisch mit. Wir waren ja praktisch nie weg. Also ich glaube, es wird wieder ein großes Abenteuer und ich bin gespannt, wer den Mallorca-Hit 2024 haben wird. Wie gut, dass er nach all dem, was wir da in der letzten Saison an Dramen berichten mussten, dass er der Insel einfach erhalten bleibt. Finde ich auch. Übrigens ein anderer Mensch, der Insel erhalten bleibt, der seit Anfang der 2000er hier als Animateur arbeitet, ist mittlerweile bekannt als Ballermann-Superstar, fast schon, Lorenz Büffel. Der trat auf nach Micky Krause und hier sind nochmal seine Eindrücke. Überragend. Es war wirklich überragend. Eine überragende neue Anlage. Überragend viele neue Flatscreens. Überragendes neues Bühnendesign mit Dschungelatmosphäre. Plus wirklich eine überragende Stimmung. Und ganz viele Stammgästinnen und Stammgäste waren da, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ein Spielalter von ganz jung bis meine Midnight Lady, meine Beate auf der Bühne, war um die 70. Also gestern wurde Disco Fox getanzt, gestern wurde gesungen, gestern wurde gefeiert. Als gibt's keinen Morgen und heute geht's ja schon wieder weiter. Weist wirklich und zeigt auf eine großartige Saison 2024 hin. Ich freue mich. Rrr. Und es ist in der Tat so, der Megapark hat sich wirklich wahnsinnig verändert. Sie haben das ganze alte Soundsystem rausgeworfen und ein neues für 1,5 Millionen Euro installiert. Auch der Videowürfel ist weg. Dafür gibt es jetzt so eine kreisrunde Video-Wall und der Megapark sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ein Freund von mir hat gesagt, der Laden ist so schön geworden, die Musik passt gar nicht mehr. Und irgendwie, ja, Ballermann-Sound in einem Laden, der gar nicht mehr Ballermann ist, sondern wirklich eine Partyattraktion, wo es ganz viel zu gucken gibt. Es gibt überall Videoleinwände. Die Idee war da, dass egal wo man sich im Megapark befindet, der ja auch ein bisschen verwinkelter ist, man kann sehen, was auf der Bühne da gerade stattfindet. Und selbst für die Wartenden vor der Tür, für die gibt es Video-Walls, auf denen zum Beispiel steht, wie lange sie noch warten müssen, bis sie reinkommen oder aktuelle Livestreams von drinnen. Also der Megapark hat sich multimedial nochmal komplett neu erfunden und ich würde sagen, die Sache ist wirklich rundum gelungen. Im Vergleich dazu, also ich war erst im Megapark am Donnerstag zum Opening. Auch der VIP-Bereich, ein totaler Wahnsinn, der erinnert eher so ein bisschen an den Dschungel. Und wenn man dann in den Bierkönig geht, dann ist das wirklich so, als würde man aus einem Partytempel-Megapark in eine große Trinkhalle fallen. Also der Bierkönig hat sich irgendwie überhaupt nicht verändert, aber das mögen die Fans ja auch so sehr daran, dass es da auch möglichst keinerlei Veränderungen gibt. Die Toiletten haben sie gemacht, yippie-yay, das hat auch wirklich lang genug gedauert und man musste sie ganz, ganz häufig darauf aufmerksam machen, dass da was im Argen ist, bis sie es endlich gemacht haben. Aber es gibt auch ein paar Neuerungen im Bierkönig. Es gibt eine dritte Auftrittsbühne ich würde den Bereich mal mittleren Bereich nennen, der hat gar nicht so einen wirklichen Namen. Und da sollen zukünftig 12 Uhr Auftritte stattfinden. Also auch der Bierkönig zieht nach oder macht dem Megapark nach, was der vor 2 Jahren etabliert hat, nämlich 12 Uhr mittags Auftritte. Der erste Künstler also um 12 Uhr, dann der zweite so gegen 17 Uhr, dann gegen 20 Uhr und gegen 22 Uhr die Auftritte im Bierkönig. Wobei da muss man auch mit Kollateralschäden
Schäden rechnen. Denn Anna-Maria Zimmermann hat mir erzählt, dass sie dieses Jahr nicht mehr wiederkommen wird. Was der Tatsache geschuldet ist, dass im Bierkönig, so sagte sie mir das zumindest, um 17 Uhr zukünftig Newcomer auftreten sollen. Und normalerweise ist Anna-Maria Zimmermann auch um 17 Uhr aufgetreten. Sie ist zweifache Mutter und sollte jetzt um 22 Uhr auftreten und hat sie gesagt, nö, das will ich nicht, da fühle ich mich nicht ganz so wohl mit. Vor allen Dingen, weil die Leute um 22 Uhr schon wieder einen ganz anderen Pegel haben als um 17 Uhr. Da bleibe ich dieses Jahr zu Hause. Und so ist es auch, Stand jetzt. Anna-Maria Zimmermann, eine der besten Sängerinnen der Playa de Palma, wird dieses Jahr nicht kommen. Da habe ich jetzt eine Stimme noch vermisst, an die ich mich in der letzten Saison so ein bisschen gewöhnt habe. Ingo, unser Chronist und Meteorologe Marcus Aurelius, kreuzt der auch schon wieder irgendwo rum? Natürlich, mit einer Punktlandung. Der ist morgens um 8 Uhr am Donnerstag gelandet und stand dann ab 9:30 vor dem Megapark, um als Erster reingehen zu können. Und am Donnerstag um 10 Uhr morgens haben die da erstmalig in der Saison die Tür geöffnet. Hat sich dann nicht nehmen lassen, als Erster in den Laden zu marschieren, um dort wieder ein anständiges Gemäß in Literform zu sich zu nehmen und das dann in rauen Mengen bis tief in die Nacht. Und das hört man ihm auch ein bisschen an. Also hier die ersten Eindrücke von Marcus Aurelius vom Soft Opening. Hallo Ingo. So, wir sind am zweiten Tag des Megapark Soft Openings, was gar nicht mehr so auf einen Tag konzentriert ist wie in den letzten beiden Jahren, sondern vermutlich vielleicht auch aufgrund der Osterfeiertage auf 4 Tage gestreckt wurde. Und ja, da kann man schon so ein kleines Fazit ziehen. Im Vergleich zu 2023 und vor allen Dingen auch 2022 sind deutlich weniger Leute auf der Insel, vor allen Dingen halt diese feierwürdigen Mallorca, ich sag mal Hooligans, wenn man es denn so nennen will, sind mehr Qualitätstouristen hier, also Familien und so weiter. Also die Insel ist schon voll, aber jetzt nicht mit den Partyleuten, liegt sicherlich auch an den sehr, sehr hohen Flugpreisen, über die ihr vermutlich ja auch schon dann sprechen werdet im Rahmen des Podcasts. Dementsprechend war es nicht ganz so voll, aber es war trotzdem wieder so ein emotionaler Moment, Türöffnung. Wie auch in den letzten beiden Jahren war der Chef persönlich, Bartolomé Cosach, auch vor Ort und hat die Leute begrüßt und abgeholt und hat sich gefreut, dass sie wieder da sind. Und im Laufe des Tages füllte es sich dann so langsam. Minirock hat den Anfang gemacht mit dem Auftritt. Dann kam Julian Benz am Nachmittag und spätestens abends bei Micky Krause und bei Lorenz Büffel war dann doch wieder, so wie in den letzten Jahren, auch Einlassstopp. Ja, also insgesamt wirklich absolut gelungenes Megapark Soft Opening. Hat richtig Spaß gemacht, auch positiv zu erwähnen. Die Preise sind gleich geblieben gegenüber dem letzten Jahr. Mich haben ganz viele Leute angeschrieben, was mit den Preisen ist vom Megapark. Also ich habe genauso viel bezahlt wie vorher auch. Ja, und ansonsten songmäßig gibt es da schon irgendwelche Trends. Es ist natürlich noch sehr früh in der Saison, noch nicht alle Künstler haben veröffentlicht oder rausgebracht, was sie denn vorhaben. Gibt so einen kleinen Trend, dass relativ viele Songs über Tiere sind. So für mich persönlich ist es jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube auch nicht, dass das so ein richtiger Trend wird, der sich da durchsetzen wird. Wenn ich jetzt aus aktueller Sicht einen Song nennen müsste, der genreübergreifend, locationübergreifend von fast allen Leuten gefeiert wird, dann ist es einer, den jetzt vielleicht gar keiner so 100% auf dem Zettel hat, weil er nicht ganz typisch dem Ballermann-Genre zugeordnet werden würde, obwohl er im Megapark ja auch aufgetreten ist, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Also ich würde den Dream momentan nennen mit Mein Herz macht Bam. Beste, meines Erachtens die beste Nummer und daran müssen sich jetzt erstmal alle anderen messen. Man darf gespannt sein, was da noch rauskommt. Ja, und ansonsten, wer nicht hier war, hat einiges verpasst, wettermäßig. Gut, es ist jetzt noch natürlich Ende März kein Hochsaisonwetter, war so ein bisschen stürmisch. Karfreitag und jetzt vor allen Dingen der Karsamstag, die werden dann ziemlich sonnig dann schon werden oder ziemlich warm vor allen Dingen. Also da kommt dann so ein bisschen Sahara-Luft und danach geht es dann halt so ungefähr mit dem normalen Wetter für die Jahreszeit weiter. Also sprich so knapp um die 20 Grad, vielleicht mal knapp drüber, knapp drunter. Relativ viel Sonne, vergleichsweise wenig Regen. Also wir nähern uns der Hauptsaison mit den Openings vom Bierkönig und vom Megapark. Da darf man sich drauf freuen. Ich tue es auf jeden Fall. Habe jetzt noch einen Tag, stand diese Aufnahme vor mir vom Megapark Soft Opening. Den Sonntag kann ich leider nicht komplett mitnehmen. Da geht dann mein Rückflug. Der Rückflug war nicht teuer, nur der Hinflug war so teuer. Aber gut, immerhin durfte ich hier sein und hatte das Glück, das erleben zu dürfen und konnte vielleicht auch ein ganz klein wenig dann beisteuern für den Podcast. Und dann geht's jetzt wieder auf in die neue Saison. Wurde ja auch Zeit.
Reibeisen ist nichts dagegen. Wir könnten jetzt mal was auflösen, Ingo, wo du mich ein bisschen neugierig gemacht hast in unseren Kommunikationen vorher. Du meintest, Tiere spielen jetzt eine große Rolle auf der Insel. Hast du dir einen Hund zugelegt oder was steckt dahinter? Ich war auf dem Ballermann Award und da traf ich den Schlagersänger Alex Engel, der derzeit auf Gran Canaria überwintert und jetzt Mitte April nach Mallorca zurückkehren wird. Und er raunte mir Folgendes zu: Ingo, es wird das Jahr des Tieres auf Mallorca. Und da dachte ich so, hä, wie, das Jahr des Tieres? Und kurz danach trat eine Sängerin auf die Bühne beim Ballermann Award, die sang über Kängurus. Alex selber wird über Elefanten singen und dann werden auch noch Alpakas und andere Tiere eine große Rolle spielen. Mit anderen Worten, viele Künstler haben sich den Igel und den Delfin aus dem letzten Jahr zum Vorbild genommen und bringen jetzt ihre eigene Tierversion in diesem Jahr auf den Markt. Ich finde das so ein bisschen infantil alles in allem und ich hoffe, das ist ein Trend, der sich nicht durchsetzen wird. Aber als leidvoller, sag ich mal, Fernfeuilletonist der Insel, muss ich sagen, lieber Schnieschner Schnappi als irgendeine Muschi. Ja, also da ist der Trend, finde ich, dann vielleicht etwas harmloser. Wir werden das für euch beobachten. Musik war ja auch ein großes Thema im letzten Jahr. Auch im letzten Jahr mussten wir immer wieder Schattenseiten beleuchten der Insel, Kriminelles. Und Ingo, was ich jetzt so vorab mitbekommen habe, da ist schon wieder ordentlich Musik drin und es scheint, klär mich auf, richtig wieder ein Rockerproblem auf der Insel zu geben. Ja, also das hat mich auch komplett überrascht, als ich las, dass der Präsident der Hells Angels auf Mallorca festgenommen worden sein soll. Da fragte ich mich so, hä, wie geht denn das? Es gibt doch überhaupt gar kein Chapter Mallorca. Wie kann es denn da einen Präsidenten geben? Aber ich rolle das Ganze mal von vorne auf und beginne im letzten Jahr. Wir erinnern uns da an eine, ich glaube, ich habe das ganz lustig erzählt, an eine Prügelei in der Schinkenstraße. Da sind 7 Deutsche rausgeflogen aus dem Bierkönig nach einem Scharmützel mit den Türstehern. Und kurze Zeit später stand ein Hells Angels vor der Tür. Wir nennen den jetzt mal M. M steht vor der Tür, diskutiert mit den Türstehern und sagt, ihr müsst euch bei meinen Kumpels entschuldigen, die ihr verdroschen habt, und am nächsten Tag auch eine Runde Freibier spendieren. Ne? Das ist ja komplett eskaliert und dann gab es noch eine viel, viel größere Prügelei. Und dieser Mann, der quasi im Prinzip für dieses zweite Scharmützel verantwortlich ist, ist nun in ein, sagen wir mal, fernöstliches Spezialitätenrestaurant gegangen und sagte dem Wirt, du hast schlecht über die Hells Angels geredet, du musst dich entschuldigen und außerdem wollen wir 10.000 Euro dafür haben, dass du den Laden dann überhaupt noch aufmachen darfst als Entschuldigung. Und kurz danach hat M., also der vermeintliche Präsident der Hells Angels, dem Ganzen auch noch körperlich Nachdruck verliehen, indem er den Wirt verprügelt hat. Und der Wirt hat das nicht auf sich sitzen lassen, übrigens auch kein Kind von Traurigkeit. Und die Aufnahmen aus den Videokameras sowohl der Polizei als auch der Presse zur Verfügung gestellt, was zur Folge hatte, dass M, der vermeintliche Präsident der Hells Angels, festgenommen wurde, aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Also wir haben hier Schutzgelderpressung und wir haben hier Körperverletzung auf Video und der Mann ist wieder auf freiem Fuß. Ein großer Respekt dem spanischen Rechtssystem. Aber ich habe also gab es, also statt Nummer 26 gab es auf die 12. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ich habe mich dann tatsächlich mal in den Kreisen der Hells Angels umgehört. Wir wissen ja, es gab im letzten Jahr einen großen Hells Angels Prozess, wo die meisten Angeklagten freigesprochen worden sind. Unter anderem konnte man ihnen nicht nachweisen, die Bildung einer kriminellen Vereinigung, denn sie haben kein Chapter Mallorca gegründet. Das gab's nicht. Und jetzt kommt da ein, ich würde den Mann mal Unruhestifter nennen, der mit den deutschen Hells Angels auch nicht allzu viel zu tun hat und versucht hier gerade tatsächlich ein Chapter Mallorca zu gründen. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Alteingesessenen, die sich da aus Deutschland auch einiges anhören können. Was macht ihr da gerade auf der Insel? Verhaltet euch ruhig. Und die sagen, wir machen doch gar nichts, das ist halt nur dieser eine. So, und es gibt übrigens auch keine Mallorca
Kutten, also Hells Angels Mallorca oder Hells Angels Palma Kutten. Also. Und das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, sie haben ein paar Supporter-T-Shirts gedruckt, also dieser M, und der muss dann auch 5 bis 10 Spanier um sich geschart haben, die jetzt also vielleicht in Zukunft ein neues Chapter bilden könnten. Aber ich meine, das ist nicht offiziell, aber sowas ist auch sehr, sehr schwer herauszufinden. Aber letztendlich, um ein Vereinshaus zum Beispiel anzumieten, muss man ja auch erstmal einen Verein besitzen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Vereinsgründung eines Hells Angels Chapters hier auf Mallorca von den Behörden nicht allzu gerne gesehen wird. Es gibt aber wohl ein Chapter Ibiza und besagter M kommt aus Ibiza. Eins noch dazu, in der Presse stand, da sei ein Afghane verhaftet worden. Und tatsächlich scheint es so zu sein, als wäre besagter M, hat einen afghanischen Hintergrund, spricht aber fließendes Deutsch. Ich gehe auch davon aus, dass er einen deutschen Pass hat. Also, ein einzelner Mann sorgt für eine Menge Unruhe an der Playa de Palma, sehr zum Missfallen der alteingesessenen, gerade frisch freigesprochenen Hells Angels, und versucht sich hier an Schutzgelderpressung, und das hat auf Mallorca irgendwie so überhaupt gar keine Tradition, und deswegen verwundert es umso mehr. Wir werden das Ganze mal beobachten, und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der das beobachtet, sondern das beobachten sehr, sehr viele Leute aus dem Milieu, wie das hier weitergeht, denn alle wünschen sich im Prinzip nur eins: Ruhe im Karton. Ingo, wenn du so salopp sagst, du hast dich in Hells Angels Kreisen mal umgehört, da bin ich natürlich schwer beeindruckt. Und insofern das muss man gar nicht. Weil, weißt du, das ist ja fast alles, weißt du, man wohnt ja irgendwie so, also das ist ja, sind ja Nachbarn, wenn du so willst. Genauso wie die Senegalesen irgendwie Nachbarn sind, die wohnen halt 3, 4 Straßen weiter. Und so kennt man sich. Man grüßt sich auf der Straße. Und wenn ich zugestehe, dass ich niemanden namentlich zitiere, dann ist das auch in Ordnung, sagen wir mal, die Meinung zu verbreiten, die da allgemein vorherrscht. Also das ist jetzt kein Hexenwerk und ich bin da auch nicht besonders privilegiert. Ja, ja, ich werde das beobachten, mein Lieber. Wenn du plötzlich irgendeine Kutte anhast, während wir hier aufnehmen, dann werde ich Alarm schlagen. Aber Spaß beiseite. Ich kann auch kein Motorrad fahren. Also, ja, das kann obwohl, man das muss lernen. Man auch als Rocker gar nicht mehr. Es gab ja mal die United Tribunes, auch so eine Rockervereinigung, die sich recht schnell wieder aufgelöst hat. Von denen hatte kein einziger, nicht mal ein Moffa. Tja. Aber wo du schon so gut vernetzt bist, hast du vielleicht auch eine Ahnung, es sind ja, wie ich gelesen habe, 1,3 Tonnen Koks beschlagnahmt worden. Was munkelt man in Kreisen, sag ich mal, denn darüber? Also nicht nur in Kreisen, da gibt es auch offizielle Polizeiberichte dazu. Und das ist schon wieder so eine totale Wahnsinnsmeldung. Also die spanische Polizei konfisziert 1,3 Tonnen Kokain. Erstmal die schlimme Nachricht für alle Kokser: Koks wird demzufolge etwas teurer werden auf der Insel. Aber jetzt spielt die Politik da auch noch eine Rolle. Fangen wir mal wie folgt an. Also der Vorsitzende der Gitanos, also der Gypsies / Sinti und Roma hier auf Mallorca, wird verhaftet wegen eben dieses illegalen Drogentransportes. Dann geht die Polizei in sein sehr unscheinbar wirkendes Haus und stellt fest, der Mann hat in den letzten Jahren die gesamte Nachbarschaft eingekauft, die Häuser, und hinter den schlichten Fassaden befand sich ein unglaublicher Palast mit italienischem Marmor, mit Schwimmbad. Du hast von draußen nichts erkannt, das sahen aus wie ganz normale Häuser, und da hat der Chef der Gitanos gehaust. Und wir wissen ja, dass die Drogen hauptsächlich über das Drogendorf, den sogenannten Drogensupermarkt Son Banya, verschlagen werden oder wie es heißt. Und da hat man sich nebenbei mal die Wahlergebnisse von der letzten Kommunalwahl angeguckt. Und siehe da, die sehr linksorientierten, würde ich mal behaupten, Gypsies haben zu 40% rechtsradikal gewählt. Das ist hier die Partei Vox, die da am äußerst harten rechten Rand hängt. Und da hat man sich gefragt, wieso wählen denn die Gypsies jetzt Vox?
Und dann fand man heraus, dass bestimmte Politiker in diesem gesamten Drogensumpf mit drin hängen. Und als Dankeschön dafür, dass sie so wunderbar von der Politik protektioniert wurden, haben die Drogendealer halt als Dankeschön die Vox-Partei gewählt. Wirklich alles schon echter Irrsinn, der hier momentan auf der Insel abgeht. Aber das sind auch so die beiden kuriosesten Kriminalmeldungen der letzten Wochen gewesen. Erst die Angels und jetzt das Koks, das rechtsradikale Koks. In Deutschland gab es da eine Debatte, welche Partei Jesus gewählt hätte, unter anderem angeblich die Linken. Die AfD hat das dann auch für sich beansprucht und da haben einige nicht ganz zu Unrecht gesagt, unter der AfD wäre jemand wie Jesus schlicht abgeschoben worden. Ja, also insofern ist das immer ein bisschen interessant, wer sich damit mit wem brüsten will. Eine Frage, bevor wir eine Ankündigung machen, was in der nächsten, schon sehr bald erscheinenden Ausgabe ist, Ingo. Welche großen Trends siehst du in dieser Saison auf der Insel? Ich sag mal, damit wir nicht völlig ausufern, einmal in dem Veranstaltungsbereich, was zwei Trends angeht, die ich im letzten Jahr beobachtet habe als dein Gesprächspartner, nämlich einmal ein Trend hin zum Luxussegment und ein Trend weiter weg vom Ballermann-Schlager, das ist das eine. Und politische Trends wie zum Beispiel Rechtsradikalismus, wie wir ihn auch in Deutschland beobachten. Fangen wir an mit dem Entertainment-Trend, den du vielleicht erwartest. Wir werden am Ende der Saison dann diese Zitate nochmal abhören. Also wir haben ja im letzten Jahr festgestellt, dass immer mehr Influencer, Twitcher und TikToker auf den Bühnen des Ballermanns stehen und dieser Trend wird sich auch fortsetzen. Also Menschen wie Knossi oder Mark Eggers werden weiterhin auf den Bühnen hier stehen. Zum Sound kann ich dir tatsächlich jetzt gerade noch nicht so viel sagen, weil da sind, wie Marcus Aurelius ja schon vorhin in seinem kleinen O-Ton erwähnt hat, noch gar nicht alle Songs auf dem Markt. Aber der Ballermann-Sound ist so ein Mix tatsächlich aus Schlager und Hardstyle geworden. Und ich glaube, dieser Trend wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Gehen wir zum Tourismus. Auch die neue Regierung setzt auf Luxustourismus. Und das sieht man ja auch gerade an der Playa de Palma, wo es ja kaum noch ein Drei-Sterne-Hotel gibt. Ich habe ja erwähnt, die Preise sind derzeit moderat. Aber dieser Trend wird sich nicht fortsetzen, denn Flugpreise werden teurer allein durch neue gesetzliche Regelungen. Die Hotelpreise werden immer noch inflationsbedingt um 10% sich steigern dann in der Hochsaison. Und ein anderer Trend ist die Internationalisierung des Tourismus hier auf Mallorca. Nach der Thomas Cook-Pleite im Jahr 2018 hat Mallorca ja erlebt, wie hart es ist, wenn man besonders von zwei Ländern touristisch abhängig ist, nämlich von Deutschland und England. Daraufhin ist die Regierung mit Delegationen in die ganze Welt geflogen, um zu zeigen, wie schön Mallorca ist. Und das trägt langsam auch Früchte. Immer mehr US-Amerikaner kommen auf die Insel. Im letzten Jahr sollen da schon 100.000 gewesen sein. Aber auch verstärkt auf Touristen aus dem Nahen Osten und aus Südostasien wird man jetzt zukünftig setzen. Also es wird hier multikultureller an der Playa de Palma, nicht nur, sondern auf ganz Mallorca. Und ich finde, das ist eigentlich kein schlechter Trend, dass man nicht nur Deutsch oder Englisch hier auf der Insel hört, neben den wenigen Brocken Mallorquinen, die man ab und zu auch nochmal hört, weil der Mallorquiner ist hier ja besonders im Sommer in der absoluten Minderheit. Also wenn der Ingo Wohlfahrt auf Abendveranstaltung auf Mallorca zusehends auf die kurze Hose verzichten muss, wie in der letzten Saison gehört, dann weiß man, es geht bergauf mit der Insel. Und dann zu einem letzten, vielleicht ein bisschen ernsteren Thema, weil wir natürlich die ganze Zeit auch noch in Kontakt waren. Das Thema Rechtsradikalismus eben gerade unter deutschen Urlaubern. Ist das ein Thema, wo du sagst, das möchtest du beobachten in den nächsten Monaten? Ja, ganz definitiv, weil da gab es einen Schockermoment.
Ende Januar. Da gibt es ja traditionell den Geburtstag von DJ Düse. Der hat dieses Jahr seinen 50. gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich an dieser Stelle. Aber da sind sehr zweifelhafte Menschen aus Deutschland angereist, die im Gepäck tausende von Aufklebern rechtsradikaler Natur hatten. Und Leidtragender war besonders die Latino-Bar. Die wurde komplett zugepflastert mit Fascho-Aufklebern. Da stand sowas drauf wie Hand in Hand fürs Vaterland, im Hintergrund die Reichskriegsflagge oder Halle bleibt deutsch, I love Hitler war meiner Meinung nach der schlimmste Aufkleber, den man da gesehen hat, Fuck you Israel und wirklich eine reiche Palette an ekelhaft Aufklebern, wo die Kellner kaum hinterher kamen, diese ganzen Aufkleber wieder zu entfernen. Und das ist tatsächlich für mich sehr schockierend gewesen, das zu hören, dass sogar Ballermann-Sänger wie Pepe Palme ihren Abend damit verschwendet haben, Aufkleber zu entfernen aus Läden. Und ich hoffe, dass das ein Trend ist, der sich definitiv nicht fortsetzen wird. Der Ballermann ist eigentlich eine sehr unpolitische Angelegenheit. Hier feiert man klassenübergreifend zusammen und es geht nicht um Politik, sondern es geht um Liebe, Sex, Alkohol und Party und Sonnenschein. Und ich würde jeden Faschisten, der unbedingt nach Mallorca kommen wird, bitten, lasst die Politik zu Hause und vor allen Dingen eure Aufkleber. Da gibt es noch einen anderen ganz widerwärtigen Trend, der schon zur Folge hat, dass dieses Lied im Bierkönig nicht mehr gespielt werden darf. Nämlich, du kennst Gigi D'Agostino mit L'amour toujours. Da 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 da. Es ist jetzt tatsächlich sehr beliebt geworden, besonders unter alkoholisierten Neonazis, dieses Lied für ausländerfeindliche Parolen zu benutzen. Und das ist tatsächlich auch auf Dorffesten in Deutschland schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass dann hunderte von rechtsorientierten Herrschaften auf dieses Lied ihre Parolen singen. Und das tut mir für den Gigi D'Agostino und dieses wunderschöne Lied einfach nur wahnsinnig leid. Ich kann nur denjenigen versprechen, also wenn ich sehe, wie jemand auf Gigi D'Agostino das singt, ich werde euch filmen und bloßstellen. Da scheiße ich auch auf das Datenschutzgesetz, weil also das ist ein Trend, den ich absolut anprange und ich glaube, da habe ich jeden einzelnen Ballermann-Sänger und Sängerin auch hinter mir. Wir finden das widerlich und wir wollen das nicht. Ingo Wohlfall, letztes Jahr schon zum Teil auf der Flucht vor brutalen Türstehern. Jetzt will er sich auch noch mit den Faschos anlegen. Das wird eine spannende Saison. Und dem neuen Hells Angels Präsidenten ja, und dem genau, Vorsitzenden der Kitanos. Also gleich zu Beginn der Saison sich mal so richtig schön mit Feinden eindecken. Genau. Ja? Einfach mal zeigen, wo der Hammer hängt. Zum Glück wechselst du ja öfter den Wohnort. Ja, du bist schwer nachzuverfolgen. Momentan bin ich auch wirklich ganz weit weg aus Schutzgründen von der Playa de Palma am anderen Ende der Insel. Aber ja, nee, das ist ja eher der Wohnungssituation hier insgesamt auf der Insel geschuldet. Ne? Wir haben noch ein so schönes Interview, Ingo, dass wir gesagt haben, das ist so lang und so informativ geworden, das heben wir uns als Osterschmankerl auf. Um was geht's da? Um wen geht es da? Es geht um eigentlich eine Ballermann-Kultfigur namens DJ Biene. DJ Biene war 12 Jahre lang DJ im Bierkönig und wurde dann extremst verhaltensauffällig als Internet-Rambo. Mit anderen Worten, immer wenn er nachts um 3 Uhr ordentlich einen drin hatte bei der Arbeit, fing er an, mich zu bepöbeln, seine Chefs zu bepöbeln, das Publikum, andere Sänger. Und derjenige, DJ Biene, rief mich im letzten Jahr an und sagte, Ingo, ich habe jetzt eine Therapie gemacht und darüber möchte ich gerne reden. Und dann dachte ich mir, das ist ja der Wahnsinn, dass jemand, der mich offenkundig eigentlich nicht wirklich mochte, weil er mich immer bepöbelt hat, mich anruft und sagt, ich möchte mit dir reden und ich habe mich verändert. Und das finde ich sehr spannend und respektabel. Und das ganze Interview ist tatsächlich 45 Minuten lang geworden und deswegen schieben wir das mal schön auf den Ostermontag. Genau. Bis dahin und schön, dass wir alle wieder da sind. Wir freuen uns.